Wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute etwas über Planung sprechen, und zwar Planung von Programmabläufen, gell? Also in Informatik. Habt ihr mit Struktogrammen solche Abläufe dargestellt, gell? Auch Nassi-Schneidermann-Diagramme genannt, gell? Und schön normiert nach DIN, gell? Also eine echte Industrienorm, gell? Das ist eine feine Sache, gell? Wir arbeiten im Moment ja etwas mit Assembler, und wir haben da gesehen, gell, also in Assembler, da gibt es nicht die Kontrollstrukturen, die wir mit Struktogrammen zeichnen. In Assembler bedient man sich vor allem durch Sprünge, gell? Okay, also man springt hier ganz wild durch die Gegend, gell? Und wenn man mit der Ausführung so ganz wild durch die Gegend springt, gell, dann erzeugt man dann auch mal einen Spaghetti-Code, wenn man nicht aufpasst, gell? Und ein solcher Spaghetti-Code dann müsste man ja auch irgendwie darstellen können, gell? Wenn man strukturiert programmiert, dann kann man ihn auch mit einem Struktogramm darstellen, gell? Wenn man hingegen generisch programmiert, ohne auf die Strukturen zu achten, gell, dann ist das zwar sehr gefährlich, gell, aber es gibt trotzdem Instrumente, das darzustellen, gell. Und ein Instrument, um einen Programmablauf, der nicht strukturiert ist, darzustellen, das sind die sogenannten Flussdiagramme oder ein Programmablaufplan, gell. Und wie funktioniert denn der? Also hier hat man ja wieder eine Norm, gell, also, und auch ISO, gell. Und diese Flussdiagramme erklären zum einen Elemente, mit denen man Befehle ausführen kann, gell, und zum anderen haben wir auch die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und damit dann Sprünge darzustellen, gell. Also sowas wie Alternativen, gell? Also man kann also sagen, wir können damit springen, nachdem wir eine Entscheidung getroffen haben, gell? Also bedingte Sprünge können wir darstellen. Und was haben wir hier? Wie geht denn das, gell? Also es gibt ein Element, den Beginn und das Ende darstellt, gell? Also hier ist nicht dargestellt, es gibt dann auch ein Element, um irgendwo von einem einem Blatt, wo ein Flussdiagramm drauf ist, irgendwo sonst hinzuspringen und dann diesen Aussprung- und Einsprungpunkt dann darzustellen durch einen Kreis, gell? Also das ist dann, hier steht einfach, Kreis, Oval, Rechteck mit gerundeten Ecken, das ist ein Terminator, gell? Und da steht nur Start und Stopp drin, gell? Aber oft wird ein Kreis dann verwendet, um dann zu sagen, hier bei dem Terminator geht es raus und auf einer anderen Seite, bei einem anderen Blatt, in einem anderen Flussdiagramm mit dem Terminator mit dem gleichen Namen geht es dann wieder rein, gell? Okay, das dann auch, gell? Okay, und das wäre dann der Kreis. Okay, dann auch die Darstellung des Ablaufs mit, entweder mit einer Linie, gell, oder mit einem Pfeil. Und wenn der Ablauf so schön von oben nach unten ist, gell, wird häufig eine Linie verwendet. Wenn man irgendwo, links, rechts oder raus und wieder rauf geht oder so, gell, dann verwendet man einen Pfeil, um darzustellen, dass man hier diese Richtung mit dem Ablauf macht, gell, also dass der Sprung in diese Richtung dann geht, gell. Dann eine Operation, gell, typischerweise ein Verarbeitungsbefehl oder so, gell, wird durch ein Rechteck dargestellt, gell. Und dann gibt es ein Rechteck mit einem doppelten Rand links und rechts. Das ist keine normale Operation, sondern das ist ein Unterprogrammaufruf, gell. Also wenn wir ein Unterprogramm haben, das uns zum Beispiel eine trigonometrische Funktion berechnet, gell, dann kann man das so darstellen, einen solchen Aufruf, gell, als Unterprogrammaufruf mit einem doppelten Rand links.
links und rechts. So, und jetzt, da sagen sie Verzweigung, gell? Aber was ist denn die Verzweigung, gell? Also die Verzweigung ist nichts anderes als irgendwo die Herstellung einer Bedingung, gell? Die wir dann für einen bedingten Sprung benutzen können, gell? Und dann den Sprung selbst darstellen, gell? Und da kann man dann, sie schreiben da ja oder nein, gell? Also das hängt davon ab, was man abfragt, ob das ja oder nein ist, gell? Aber man sollte das dann schon raufschreiben, gell? Mhm. Und eine solche Raute, gell, stellt eben dann zwei Sachen dar, die Bestimmung einer Bedingung und dann den bedingten Sprung. Und die Frage ist, wohin geht die Reise, gell? Und die Reise geht dorthin, wo der Pfeil hingeht, gell? Okay, und da normalerweise hat man zwei Pfeile, einen nach unten, einen nach rechts, gell? Aber man sieht da die deutschen Sachen, gell? Zwei, die nur links und rechts rausgehen, gell? Oder, ja, oder ja, auf jeden Fall nicht vergebens, gell? Spricht man von Spaghetti, gell? Mhm. So, und dann haben wir noch, sie sagen da Ein- und Ausgabe, gell? Wenn wir in Assembler sind, gell? Schreiben wir auf Boards zum Beispiel, wir machen Input-Output, gell, und können da sagen, wir gehen schreiben oder lesen, gell. Nicht nur klassische Ein- und Ausgabe, gell, wie man so auf Tastatur und Bildschirm und so hat, gell, ganz allgemein schreiben oder lesen auf Boards, egal was das dann bedeutet, gell. Ja, und das damit so Parallelogramm, gell. Also wir haben jetzt mehrere Dinge gesehen, gell. Also Operationen, gell, elementare Operationen, typische Verarbeitungsbefehle, gell. Dann Unterprogrammaufrufe mit einem Rechteck, mit einem ja, links und rechts doppelten Rand, gell. Und dann haben wir gesehen, für das Lesen und Schreiben, gell, auf I.O. haben wir dann einen, ja, ein Parallelogramm, gell. Das sind die grundlegenden Elemente. Und hier machen Sie ein Beispiel, gell. Also hier sagen Sie, ja, okay. Und wir sehen es schon zum Beispiel, gehen wir es mal öffnen da, gehen wir es noch größer machen, gehen wir schauen, ob wir das können. Mhm. So, okay. Ja, also wir haben einen Start, gell, und dann gehen wir, hier haben wir eine Variable, da gehen wir etwas zuweisen, gell, und dann steht da Ausgabe von i. Mhm. Okay, schaut also nicht so sehr nach Assembler aus, aber ja. Okay, dann gehen wir weiter und fragen, ist i gleich 39? Wenn das ja ist, gell, dann wird i auf 61 gesetzt und man geht dann wieder zurück hoch, gell. Wenn es nein ist, dann gehen wir weiter und gehen i um 1 inkrementieren. Sind wir noch unter 100, dann gehen wir zurück und gehen nach oben. Man folgt dann einfach den Pfeilen, gell, und der Pfeil landet irgendwo, und wenn der Pfeil dort landet, gell, dann folgt er in dem Fall dem anderen Pfeil wieder zur Ausgabe, gell. Ja, also wir sehen, hier haben wir also i gleich 39, die Abfrage, gell, also hier wird man dann zwei Dinge machen müssen, wenn man das implementiert, gell, zuerst mal irgendwo einen Vergleich machen und damit einen Ausdruck erzeugen, der eine Bedingung darstellt, gell? Und dann kann man diesen bedingten Sprung machen, gell? Also können wir machen, was weiß ich, i minus 39, gell? Oder compare, ja, das i, wenn das im Akkumulator drinnen ist, dann compare mit 39, gell? Und wenn nicht 0 herauskommt, gehen wir weiter. Wenn 0 herauskommt, wenn es also gleich ist, dann gehen wir i auf 61 setzen und wir gehen dann wieder hoch, gell? Ja, also ist eigentlich recht intuitiv, gell? Und man sieht, man kann hier ganz wilde Sprünge machen, gell? Also niemand verhindert es, dass wir hier ja, nach links springen, gell? Nach rechts springen, hoch springen, gell? Weiterspringen, gell? Überall dort, wo uns die Pfeile hinführen, dort können wir hinspringen, gell? Und ja, dass das nicht immer gut gegangen ist, das haben sie ja gesehen, gell, und haben die strukturierte Programmierung dann eben
eingeführt und etabliert, gell? Und ja, der Dijkstra hat es ja gesagt, gell? Also da mit Sprüngen muss man aufpassen, gell? Okay, gell? Weil dann kommt man, ja, wenn man in Hochsprachen springt, gell? Hochsprachen hat er gemeint, gell? Dann kommt man in die Informatikerhölle, gell? Und ja, warum dürfen wir springen, gell? Also wir dürfen springen, gell? Weil das Assembler ist, gell? Und von wem hängt das ab, wie strukturiert das Programm dann ist, das hängt von uns ab, gell? Okay, wenn wir programmieren, und zwar in Assembler programmieren, gell, dann zwingt uns keine Sprache strukturiert zu arbeiten, gell? Da müssen wir uns selbst dann zwingen, strukturiert zu arbeiten, gell? Und darauf achten, dass wir Dinge so programmieren, dass man sie dann auch versteht, gell? Nicht, dass man dann nächste Woche nicht mehr weiß, was man gemacht hat, gell? Geschweige denn in 6 Wochen, gell? Oder in 3 Jahren oder in 10 Jahren, gell? Also wenn uns der Betrieb holt und wir müssen dann eine Änderung machen, gell? Ja, das ist auf jeden Fall die Sache, die hier interessant ist, gell? Ja, wie können wir solche Flussdiagramme machen, gell? Ja, da können wir mal schauen, gell? Also es gibt den Strukturizer, gell? Den Strukturizer, den haben wir gesehen, gell? Den Strukturizer, den haben wir dann auch verwendet, um ein Struktogramm zu zeichnen, gell? Aber, ja, der funktioniert für Struktogramme, gell? Aber nicht für Flussdiagramme, gell? Jetzt braucht man was anderes, gell? Ja, da gibt es alles Mögliche, um Flussdiagramme zu zeichnen, gell? Und ja, in der Schule haben wir da auch etwas installiert, gell? Und zwar heißt das, was wir in der Schule installiert haben, DIA, gell? Also DIA ist ein kleines Tool, gell? Und mit diesem DIA kann man dann Diagramme verschiedensten Typs, gell, zeichnen, gell? Das ist kein CAD-Programm, gell? Das ist einfach so ein kleines Tool, um dann bestimmte Dinge zu zeichnen, miteinander zu verbinden und so, weil man kann dann ja, das in einem eigenen Format abspeichern und man kann es dann exportieren in andere Formate, gell? Und ja, man hat ein paar Zeichenelemente und man hat dann etwas, man hat hier eine Bibliothek von verschiedenen Objekten, gell, die man dann benutzen kann, um etwas Neues zu machen, gell? Also da haben wir jetzt zum Beispiel da so Cisco-Netzwerkelemente, gell? Oder ja, Cisco-Computer haben wir dann auch, gell? Oder ja, also da vorher war ich schon drauf, die Flussdiagramme, gell? Aber ich will da mal zu anderen gehen und da sehen wir, gell? Da gibt es einiges, gell? Also nicht nur, gell? Also da gibt es auch, ja, elektrische Elemente gibt es da, gell? Oder was haben wir da noch? Elektrisch 1 und elektrisch 2 war auch geil. Da gibt es da Elektronik, elektrisch, ja, da waren wir schon. Oder Elektrik, du, ah, da ist nicht viel drinnen, geil. Aber auf jeden Fall, das, was wir jetzt wollen, das sind die Flussdiagramme, geil. Und wenn wir da schauen, oh, da gibt es alles Mögliche, geil. Also, da gibt es ja mehr als das, was wir vorher gesehen haben, gell? Also, wenn wir da nochmal zurückgehen zu diesem Wikipedia-Artikel, da ist ein Foto auf das da, gell? Das ist so ein richtig schönes Zeicheninstrument, gell? Und ja, wenn wir im Genium zeichnen, gell, dann könnte man ja auch Flussdiagramme zeichnen, gell? Also, könnte man alles Mögliche machen, gell? Ja, das war, ja, die gute alte Zeit, als man so gezeichnet hat. Auf jeden Fall, mit dir können wir das auch, gell? Und wenn wir jetzt da schauen, gell, wir können sowas da zeichnen, gell? Oder, jo, beginnen wir mal, gell? Also wir suchen uns ein Element, gell? Und, ja, hier, schauen wir mal, wie nee, das da wollen wir da, so, gell? Okay, so, jetzt können wir da was hineinschreiben, schreiben wir. Start hinein, gell? Okay, so, und dann, ja, dann geht es weiter, gell? Dann haben wir hier ein, ja, eine Zuweisung, gell? Einen Transportbefehl, aber nicht Input-Output, gell? Also eine Zuweisung, gell? Das wäre dann, wenn wir das machen, ein Load, gell? Mit immediater
Adressierergalosse. Wenn wir irgendwo hinein eine 1 schreiben und die 1 steht dann im Code, dann ist immediate Adressierung. So, dann müssen wir das sowas nehmen, gell? Okay, so, und da könnte man dann schreiben, ja, I soll sein 1 zum Beispiel, gell? Oder jemand sagt, ma, wer wird so schreiben, machen wir eine Zuweisung, gell? Also da soll sein 1 zum Beispiel, gell? Gell? Und das ist dann so, ja, das ist so Pseudocode, gell? Und hier haben wir es auch, also im Pascal-Style. Und jetzt müssen wir was machen. Hier haben wir einen Pfeil, gell? Da gehen wir uns einen Pfeil holen, gell? Also das ist ein allgemeines Element. Und hier können wir dann sagen, aha, also am Anfang ist es ein Strich, in der Mitte ist es ein Strich und am Ende wird es ein Pfeil, gell? Also das da können wir so machen. Und ja, von wo nach wo geht er? Er geht vom Start zur Zuweisung, gell? Also können wir das so noch so verbinden. Und das war's dann. Und jetzt können wir das da von mir aus noch so ein bisschen anders machen, wenn wir wollen. Gell? Und ja, und so können wir das jetzt weiterbauen. Gell? Also jetzt können wir ja, eine Ausgabe machen, steht da, Ausgabe von i. Gell? Also könnte man das dann da so hermachen. Gell? Dann müssen wir das wieder verbinden. Gell? So, okay, können wir das da zurecht biegen. Gell? Ja, und so könnten wir hier das weiterbauen, gell? Ja, wenn wir dann fertig haben, das können wir dann auch speichern, gell? Speichern unter. Oder wir können das dann auch exportieren, gell? Also können wir hergehen und wir sagen dann exportieren nach diagramm.svg wird hier schon vorgeschlagen, gell? Und das könnten wir dann irgendwo dann verwenden und wieder einfügen in einen Text oder so, gell? Ja, also wir haben jetzt ja ein paar kleinere Assembler-Programme geschrieben, gell? Meine Einladung, gell? Schreiben wir oder zeichnen wir dazu dann auch ein Flussdiagramm, gell? Gute Arbeit.